Wunderschönen guten Abend. Ich habe hier sechs ganz schicke Brillenkettchen. Brillenketten, die man sich so an den Brillenbügeln ranmacht, um den Hals zu tragen, wenn man sie gerade nicht braucht, wie es eben mit meiner Lesebrille auch ist. Ich muss die ja nicht ständig tragen, ich brauche die bloß zum Lesen. Und ansonsten renne ich sonst überall rum und suche sie immer, wenn ich sie dann mal brauche. Und wenn ich sie um Hals hängen habe, habe ich sie natürlich immer griffbereit. So, wir haben eine goldfarbene Schlangenkette, eine silberfarbene Schlangenkette. Wir haben eine goldfarbene bunte mit bunten Steinen, eine silberne mit bunten Steinen, eine silberne mit silbernen Perlen und eine goldene, die bereits angebracht ist, mit goldenen Perlen. Und in jedem Tütchen sind zwei solche Silikonbändchen drin, mit denen man das festmacht. Die schiebt man einfach bloß, ich muss das nochmal zeigen, die schiebt man einfach bloß über den Bügel. Dann zieht man sie ein bisschen stramm und schiebt diesen Metallring ein bisschen dichter ran, dass es mehr Halt hat und dann rutscht das trotzdem runter. Ja, nee, aber im Großen und Ganzen kann man es jedenfalls damit sehr gut festmachen. Im schlimmsten Fall könnte ich das wahrscheinlich auch hier zwischen irgendwie, ja. Das ginge auch, wenn ich das runternehme und durchfädel und dann muss ich bloß mit dem Karabinerhaken beide Schlaufen festhalten. Dann kann ich das dazwischen nehmen und kann es praktisch auch durch diesen Ring hier an der Seite fädeln. Ja, wie auch immer, es hatte aber vorher auch ganz gut gehalten. Für diese Vorführzwecke hat es gereicht. Und so lasse ich das jetzt auch. Ich brauche das ja jetzt im Moment gerade nicht so fest. So, also. Da ist sie und dann kann ich sie, wenn ich sie absetze, einfach so vorne vor dem Bauch hängen lassen und schon ist es gut. Schon sehe ich alles und es sieht irgendwie elegant aus. Dadurch, dass ich dann verschiedene Ketten habe, kann ich das auch der Brille anpassen. Ich habe nämlich dann gesehen, als es dran war, dass diese goldfarbene Kette optisch zu den Brillenbügeln und der Brille nicht passt. Ich hätte da wohl eher eine silberne Aufmachung nehmen sollen. Und das kann ich dann anpassen, wie ich gerade lustig bin. Und ich kann jeden Tag eine neue Kette nehmen. Wie auch immer. Ist jedenfalls eine tolle Idee. Vom Händler her wird auch angegeben, man kann damit auch eine Maske befestigen. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Aber für mich ist das keine Option. Die Maske ist ein wichtiges Detail, was wir zurzeit tragen müssen. Aber es ist nichts, was ich mit Stolz trage. Und es ist auch nichts, dem ich irgendwelche besondere Aufmerksamkeit widmen möchte. Und daher nur für meine Brille. Nur für meine Brille solchen Schmuck. Alles andere ist nur eine aktuelle Notwendigkeit. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.